Servus, hat mir gegrüßt, herzlich willkommen zurück zu Fluch der Karibik. Wir sind jetzt mal unterwegs nach Box Bay und wir sollen ja ein Schiff nach zu Istanbul eskortieren für irgendein Unternehmen. Ich bin bloß nicht sicher, ob wir das für die Gegner machen. Also für dieses komische Sekte, die uns da mal am Strand angegriffen hat. Oder für irgendwelche anderen Leute. Ich würde es komisch finden, wenn wir es für die Sekte machen, weil macht keinen Sinn. Nachdem ich Pater Dominguez den Brief überreicht hatte, erhielt ich einen weiteren Auftrag. Ich sollte die Bad Montanes nach Oxford schaffen und zur Isla Muel führen. Das machen wir doch. Und schaut euch unser neues Schiff an. Ist es nicht schön? Klasse 1 Schlachtschiff. Da kann man nichts sagen. Und mal schauen wir uns mal die Werte an. 30 Wände, natürlich hat das einen riesen Wendekreis, 12,6 Geschwindigkeit, gibt schnellere, denke ich mal. Wir können maximal 24 Kanonen aufnehmen, wenn ich das richtig sehe, und haben 5000 Frachtraum. Mit diesem einen Passagierding, das Symbol, weiß ich immer noch nicht, was das heißt. Vielleicht, dass wir eben so viel brauchen, um das maximal in Betrieb zu nehmen. Aber gefällt mir auch mit der Farbe und so. Sieht sehr cool aus. Und da haben wir etliche Kanonen. Wir haben 3 Reihen Kanonen. Schau euch das mal an hier. Das ist... Ja, das ist schön. das wollte ich nicht. Hoppla. Wieder mal verdrückt. Ich wollte auf die Weltkarte. So. Und dann würde ich sagen, auf nach Ox Bay. Ah, ist ja gleich daneben. Das trifft sich gut. Speichern wir nochmal. Man weiß ja nie, wem man so begegnet. Wollen wir denen schnell helfen? Komm, wir versenken mal schnell ein Schiff auf dem Weg noch. So viel Zeit muss sein. Uff, ja. Mal schnell versenken ist gut gesagt. Das sind Dreier-Schiffe. Aber ich muss jetzt nicht von denen kaputt gemacht werden. Kleines Schiff, du bist im Weg. Oh, und das ist zu weit weg schon. Oh, hallo. Du bist aber nah dran. Na dann. Das bietet sich ja direkt an. Wir sollten bloß aufpassen hier. Den haben wir. Gut gemacht, Kumpel. Ah, habe ich gerade auf unseren geschossen hier. Das tut mir leid. Erst warten, bis er das eingesteckt hat. So, weil sonst gehen wir nämlich auf die nächste Etage. Wenn wir das gerade anklicken, die Truhe, bevor er das einsteckt. Das ist nämlich mit dem Schlosssymbol oben. Und hier in den Säcken sind gute Sachen drin. Wie wir gelernt haben. Das lohnt sich richtig. Also gleich doppelt und dreifach diese Dinger zu plündern. Ja, und wenn es geht, werden wir uns das, wenn es noch gutes Leben hat, werden wir uns das holen. Für einen Offizier werde ich das verkaufen. Wenn wir es dann bekommen. Es ging ja schon so oft schief. Oh, okay, die haben deutlich keine Crew mehr. Wow, der tat mir irgendwie richtig leid. Der war ein bisschen auf verlorenem Posten. So. Durch. Aber hier ist noch was. Oh ja, geht schon. Besser als nichts. So, und da haben wir das Ding schon. Die Westergo. Güter. Wir können auch alles nehmen. Ach komm, wir haben so viel Platz. Wir nehmen alles. Und dann sagen wir, der hat Segeln 5. Dann nehmen wir einfach den da rein. Oh, ich wollte noch schauen, was, wie viel die... Ach komm, das sieht noch gut aus, glaube ich. Glaube ich, war das das angeschlagene Schiff? Ich bin mir nicht sicher. 1000 ist jetzt auch nicht so viel. Ja, wir machen es einfach. Und die Crew nehmen wir uns auch noch. Ja, das war das angeschlagene. Naja. Ist das das gegnerische? Feuer frei.
Jetzt müssen wir auf unser Schiff echt gut aufpassen, weil sonst haben wir ein Problem. Ist das das Gegner? Das ist doch das Gegnerische, oder? Ja, komm, das ändern wir auch noch. Holen uns das auch noch. Na, komm her. Du kriegst uns nicht her. Nice. So muss das. Und das ist nicht so groß, dann müssen wir uns auch nicht durch alle Ebenen kämpfen. Das war ja beim letzten so, glaube ich. Je größer das Schiff, desto mehr, doch mehr Decks muss man sich kämpfen. Deswegen bei diesem einen Schiff, das die Sammlung von Sylhard hatte, hat es mich auch so gewundert. Da haben wir einen kompletten Kampf machen müssen, noch alle Decks durch bis hoch zum Captain. Obwohl das nur so ein pupsiges 5er oder 6er Schiff war, so eine Bark, die überhaupt nicht so groß hätte sein dürfen. Aber ja, wir haben es ja geschafft. Und das war nur etwas seltsam. Au. Hol ihn hier, danke schön. Sehr gut. Ach, da ist noch einer. Die anderen sehen immer ein bisschen böse aus. So kann man sie, glaube ich, auseinanderhalten. Oh, und wir haben fast draufgegangen. Das sehe ich gerade. Heilen wir uns erstmal. Sonst haben wir ein Problem. Schöner Ring. Sowas sieht man gern. Das nehmen wir auch mit. Schauen wir nochmal, was wir hier haben. Oh, hier ist auch noch was. Oh, die Truhe muss ich auch noch in Zukunft looten. Das habe ich nicht gewusst. Ja, gut gemacht, Jungs. Das ist doch was. Und hier sind noch Sachen und hier ist nichts, glaube ich. Außer das. Nee, das war's, glaube ich. So, Güter. Wir könnten... Ach komm, wir nehmen alles. Wir sind noch nicht voll, aber wir haben die ganze Muni genommen. Aber die kann man auch sehr gut verkaufen, wie wir festgestellt haben. Und dann nehmen wir unseren Kumpel hier. Sonst kann ja eh keiner segeln. Ich glaube, unser spanischer Freund hätte auch nicht segeln können, Lukas. Und ja. Dann bloß noch ein bisschen nicht den Ram. Nicht, dass er dann gleich untergeht. Das brauchen wir jetzt echt nicht. Schön. Wieder ein bisschen XP bekommen. Und da ist, glaube ich, die Galeone. Oh Gott, was zum... Feuer frei, was zum... Was wartet uns da denn? Wo kommen die denn her? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen oder so? Den hier. Ganz ehrlich, was zum Teufel? Wenn ich das gewusst hätte, dass uns da irgendwas erwartet, sind die... Wollen die angreifen? Ich weiß es nicht. Egal, ich glaube, am ersten Blick sind es nur so kleine Schiffe. Kleine in Anführungszeichen. Ich hoffe, es geht irgendwie, dass wir die wegkriegen, ohne dass eines von unseren Schiffen sinkt jetzt. Das eine ist nämlich überhaupt... Ja, das eine ist sehr angeschlagen. Und überhaupt nicht in der Lage, größere Kämpfe jetzt noch zu bestehen. Sieht aus wie Barbossa, Fluch der Karibik. Also im Film. So. Schönes Tonkrüglein. Naja. Das geht doch noch besser. Heiltrank. Das ist besser. Und jetzt eine Perle. So muss das. Ah, das sind die. Okay, das sagt schon alles. Das, unnamed. Nett. Da hätten sie sich echt was ausdenken können. Was Besseres. Ne, das haben wir alles. Ich glaube, die haben keine Fracht. Außer Bomben und so. Will ich von denen wirklich Crew? Eigentlich nicht, aber ist egal. Da ist noch eine andere Bark, eine gegnerische.
Dann feuert doch. Versenkt das Kackding. Wow, wow. Die wird richtig kaputt gemacht. Feuer. Feuer? Okay. Hola, Kapitän. Schön, euch zu sehen. Oh, das war ein überraschendes Ende. Und dann Anfang auch. Okay, die waren Gott sei Dank klein, weil wenn sie größer gewesen wären, hätten wir echt ein Problem bekommen. Wenn ich mich nicht irre, seid ihr der Captain, der vor dem wir gewarnt worden sind. Wohl wahr, aber warum seid ihr hier vor Anker gegangen? Ich habe Anweisung, euch zu Isamuel zu eskortieren. Ich muss einen Passagier absetzen. Ich habe meine Anweisung. Müsst ihr wissen. Davon ist mir nichts gesagt worden. Aber gut, das ist euer Angelegenheit, nicht meine. Richtig, Senior. Wir haben beide unsere Verpflichtungen, über die wir nicht zu diskutieren brauchen. Genau, können wir jetzt aufbrechen? Ich würde euch und euer Schiff gerne so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Mich hält jetzt nichts mehr hier. Wunderbar, dann lass uns keine Zeit mehr verschwenden. Alles klar. Ich muss in die Werft. Ganz dringend. Ist hier nicht eine Truhe gewesen, die man looten kann? Hat er die hinter sich? Vielleicht. Es ist keine Werft, wo man was looten kann. Schade. Egal. My Lord. So. Wir werden diese hier verkaufen. Für 51.000. Nett. Die Pinasse werden wir auch verkaufen. Ich frage mich, ob der wirklich das aufhört. Ich glaube, der rechnet die Schäden auf. Aber sicher bin ich mir nicht. Die Bar können wir natürlich nicht verkaufen wollen. Sollten wir auch nicht. Ich wollte bloß schauen, ob es möglich wäre. Und dann müssen wir unser Schiff ein bisschen ausbessern. Reparatur. Alles. So. My Lord. Wir schauen mal wegen Kanonen. Jetzt bin ich doch etwas. Wir haben 144.000. Wir könnten uns also einiges leisten. Die hier sind natürlich nicht schlecht, weil die fetteste Kanone hat gerade mal 260 Reichweite. Unsere jetzige 350. Ich wäre also sehr versucht, den hier mal einzubauen. Die haben 30 Nachladezeit, die Kanonen haben weniger, aber ich denke mir, 70.000. Wir probieren es einfach mal. So. Das sind, glaube ich, auch die teuersten. Einfach, glaube ich, auch wegen der Reichweite. Oh, ich habe Talente nicht ausgegeben. Ich weiß nicht, wo das noch übrig geblieben ist. Interessant. Das muss man natürlich umgehend ändern. Kanonen werden durch schnell nachgeladen, wenn wir das machen. Dann machen wir mal das hier. Präzision. Schießen genauer. Hintern lasse ich mal. Das passt eigentlich im Moment. Da haben wir ganz... Wir können die ganz gut ändern, finde ich. Reparatur, da wird unser Schiff repariert. Nahkampf, ja. Ich glaube, Nahkampf wäre auch nicht verkehrt unbedingt. Ich stecke noch in oder segeln. Ich glaube, dann segeln wir schnell. Ich muss mir die Talente nochmal durchlesen, aber ungefähr kommt das schon so hin. Und dann würde ich noch gern in die Taverne schnell. Oh, und ganz wichtig, in den Laden, denn unser ganzer Laderaum ist voll. Da haben wir auch noch einiges drin. Kommt näher, Sir. Ich habe alles, was ihr braucht. Wir haben so viele Kanonenkugeln. Da können wir auch gleich mal die Hälfte verkaufen, würde ich sagen. Genau wie von den Kartätschen. Können wir auch mal deutlich welche weghauen. Und von denen hauen wir irgendwie 2000 weg oder so. Und dann sind wir auch gut dabei. Und Bomben sind, glaube ich, auch ganz... Jetzt habe ich alle Bomben verkauft, ich Idiot. Ah, Gott, ja. Wenn man einmal... Was macht kaufen? Segeltuch. Machen wir natürlich. Planken kaufen wir auch. Ich glaube, die haben unser ganzes Schiff da repariert. Mit den restlichen Planken. Und dann das verkaufen wir einfach. Ich finde, Handel ist nämlich gar nicht so lohnend. Vielleicht, wenn wir Handel ausbauen, also das Talenthandel, dass wir dann mehr Kohle kriegen. Und die Ladentalente und so. Dass wir, dann können sie sich jetzt wirklich lohnen. So. Das passt doch erstmal, würde ich sagen. Und jetzt auf in die Taverne.
Denn wir brauchen noch ein paar Leute. Ach, es ist zu spät. Schlöckchen okay. Rum gefällig. Das macht natürlich nichts. Oh, eine Perle eingesteckt. Apropos Perle, wir sollten unsere Schätze auch noch verkaufen. Oh ja, wir brauchen deutlich Leute. Und die Moral ist nur mäßig, leider. Das ist nicht gut. Die Moral bleibt noch heiter. Die schlechte Moral dieser Leute kann uns nicht runterziehen. So. Ist das andere Schiff auch beschädigt? Sieht man jetzt gar nicht. So. Hm. Naja, gut. Wie meinen, Sir? So. Ist das die Drachenzunge? Ich verkaufe die jetzt. Das Kurzschiff behalte ich mal. Das behalte ich natürlich auch. Aber das hier kommt alles weg. Und dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Das wir im nächsten Kampf wahrscheinlich auch dringend brauchen werden. So, oh Gott, haben wir viel Zeug gefunden. Besser zu viel als zu wenig. So, schauen wir noch schnell, was der so hat. Okay, nichts. Wo wir uns die Finger nach ablecken. Dann würde ich sagen, auf... Ja gut, das war jetzt eine blöde Schnellreise. Die war unnötig. Liegen hier eigentlich noch Goodies rum? Gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, das ist so ein Hafen, wo es nichts gibt, aber egal. Oh, ist es nicht ein schönes Schiff? Und die Masten sind schon wieder so dreigeteilt. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Ein Traum von einem Schiff. Wie Sirius. Und unser kleiner Bruder. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das andere ansteuern. Oh, ist ja egal. Auf die Meere. Kommt nicht aus der Bucht. Die Isla Muel, wo ist sie? Oh, da sind schon wieder Piraten. Da ist sie. Sehr gut. Sind wir schon richtig unterwegs? Ich werde speichern. Daraus sollten wir gelernt haben aus dem letzten Mal. Aus den letzten Malen. Oh, was kommt denn da schon wieder? Ich hoffe, die hängen sich jetzt... Oh Gott, da ist ein Sturm. Ich wollte gerade landen an der Insel, das wäre, aber wir müssen um Dovis herum. Sonst kriegt uns der Sturm. Na, wir haben es fast geschafft. Ach komm. Das musste jetzt sein, oder was? Ja, kommt dann. Den kommen wir anscheinend nicht mehr aus. Okay, das ist ein Zweier. Das kriegen wir noch. Wisst ihr was? Ich versenke euch einfach. So sieht's aus. Bloß unser kleines Schiff muss noch überleben. Ich werde mich dann mal zwischen das stellen. Vielleicht ändern wir es sogar. Feuer, Freunde. Oh nein, das darf nicht sinken, das dürfen sie nicht tun. Ja, wir brauchen ein bisschen länger nachzuladen. Aber wir sind auch schneller als das. Ich ramme die jetzt einfach. So sieht's aus. Feuer frei. Und tschüss. Hey, und wir haben noch Fracht aufgenommen. So muss das. So. Wir sollten in den Hafen, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nein? Moment. Ich vermute, ist der Padre in Flüsterbank nicht gerade erfunden, dann gab er mir nicht die Schuld, was? Das Ding ist nicht gesunken, was reden die? Da ist es doch noch.
I don't get it. Müssen wir die am Strand abladen, oder? I'm confused. Vielleicht auch hier. Ich bin echt nicht... Wir haben die Bark dabei, aber ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Die muss doch noch zu Isla Muella. Oder habe ich was vercheckt? Moment. Isla Muella führen. Ja, sind wir da. Ich muss zur Scheißkirche. Sorry. Aber... Das Ding ist hier. Muss ich jetzt dann das alles nochmal spielen, oder was? Die Bark ist nicht versenkt, die ist nur ein bisschen beschädigt, Mann. Was will das Spiel? Die Questführung in diesem Spiel, die Questlogführung, die lässt echt zu wünschen übrig. Jetzt sag mir bitte, dass ich das geschafft habe hier. Mi Niño, ihr hättet früher kommen sollen. Ich habe Auftrag ausgeführt. Das Schiff, das ich eskortieren sollte, liegt im Hafen vor Anker. Gut gemacht, mein Sohn. Hattet ihr eine ruhige Reise? Nicht ganz. Als ich die Bark endlich erreichte, war sie von zwei Piratenschiffen angegriffen worden, die sie um jeden Preis versenken wollten. Ich verstehe. Sonst noch etwas? Ja, eine Sache noch. Der Captain des Schiffes setzte einen Reisenden in Oxbay ab. Ja, das weiß ich. Darum ging es ja überhaupt bei dieser Unternehmung. Die Ankunft dieses Mannes ist sehr wichtig für die Kirche. Ihr werdet ihn vermutlich eines Tages kennenlernen. Verstehe. Nun, dann erlaubt mir, euch euren Lohn zu geben und einen neuen Auftrag zu erteilen. Danke, Vater. Und worum handelt es sich bei diesem neuen Auftrag? Nichts Außergewöhnliches. Ihr sollt nur diesen Brief zu Vater Bernard auf Redmond bringen und versichert euch, dass ihn niemand außer ihm in die Hände bekommt. Einverstanden, dann werde ich jetzt gehen, wenn's recht ist. Ja, möge Gott mit euch gehen, mein Sohn. Amen, Vater. Alles klar, da haben wir also einen Brief bekommen. Wir haben es also doch noch geschafft. Ich verstehe das Abenteuerbuch ganz ehrlich nicht. Das ist wohl nicht so... Ja. Da haben sie wohl kein Bug-Reading gemacht und kein Gegenlesen und so, ob das alles passt. So. Das macht hier keinen Sinn. Verlust der Bark nicht erfreut. Immerhin gab er mir nicht die Schuld. Und dann kommt hier, Montana liegt nicht vor Anker. Das ist irgendwie für den Fall, dass sie gesunken wäre. Und das haben wir trotzdem ins Questlog bekommen. Ich bin... Ja. Oh! Okay. Ihr Pisser. Ich denke nicht, dass ihr irgendwo hingehen werdet. Und nun gebt uns den Brief, den ihr bei euch habt. Wollen wir nicht einfach einen Krug Bier zusammen trinken und dann getrennte Wege gehen? Nein? Hört auf mit dem Unsinn. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn ihr mir dann nicht den Brief gegeben habt... Gnade euch Gott. 1, 3. Erstmal alle vor uns bringen. Ihr könnt mich mal. Wisst ihr das? Au, der hat uns erwischt. Und tschüss. Schon wieder, ey. Ich bin diesen Fanatikern nur knapp entwischt. Die Sache wird langsam heißer, als ich dachte. Diese Drecksäcke, ja, ja. Schauen, ob wir hier noch irgendwas Nettes haben. Schade. Vielleicht in dem Festchen da. Und, oh, das wollte ich nicht. So. Den kleinen Heiltrank mal rausgenommen. Apropos kleiner Heiltrank. Wir können einen gebrauchen. Ich weiß nicht das nächste Mal, wann wir wieder Ärger bekommen mit denen. Und dann würde ich mal sagen, holen wir uns eine Fertigkeit. Oder erstmal hier Präzision. Ach komm, Kanonen nachladen. Schreibbegriff auch kurz nicht schlecht. Oh, Nahkampf. Ja, Nahkampf. Mach ich mal besser. Professionelles Fechten. Das wäre natürlich top. Können nicht geblockt werden. 25%ige Chance auf kritische Treffer. Alle Schäden um 10% verringert. Oder schießen. Nachladen geht 10% schneller und sieht es 10% genauer. Ich würde sagen, das nehmen wir uns. Und als nächstes dann professionelles Fechten. Das wäre nicht schlecht. So. Dann können wir jetzt endlich unsere Pistole ausrüsten. Yes. Sehr schön. Und wir haben zwei Kugeln jetzt. Das ist natürlich sehr nice. Ich glaube, ich muss noch in die Werft, wenn ich mich nicht täusche. Euer Schiff, Senior.
Es muss gerichtet werden, Sie? Ich würde den Dienst der Werft in Anspruch nehmen, ja. Bitte alles mal reparieren für 10.000. Hoffentlich laufen wir nicht weiteren gegen Verrückten hier über den Weg. Ich wollte nicht in die Werft, sorry. Ich wollte in den Laden. Genau. Wir haben hier noch Zeug gefunden. Ei, wir Piraten halten zusammen wie Pech und Schwefel, Kamerad. Wir können hier auch ein paar verkaufen. Ach, von denen passt es eigentlich. Bomben lasse ich auch mal da. Weizen muss weg. Alles, was halt so rumliegt. Ja, gute Paprika. So. Dann haben wir wieder Platz im Frachtraum. Und dann brauchen wir bloß noch ein paar Leute. Glaube ich. Mika Biss! Ja, ja, dann tut der Kopf schon wieder weh hier. So. Und dann würde ich sagen, holen wir uns noch Leute. Senior! Essen und was zu trinken für den Senior? Kommt sofort! Ich bin zu geschäftlich, nee. Ich... Hoppla, ich wollte... Das wollte ich nicht. Ich wollte Mannschaft, ja, hier. Moral heiter, das liest man noch gerne. So. Wir müssen unser... Jetzt ist die Moral normal. Das macht keinen Sinn für mich, aber gut. Ich glaube, vorher war sie auch heiter. Heitern wir eure Leute an, dann verschlechtert sich die Moral. Was ist das denn? Ach ja, wir sollten eh mit dem Priester reden. Ich hab ganz vergessen. Also wir müssen nochmal mit ihm reden. Wegen Daniel auch. Ja, da war ich schon bei ihm und dann habe ich es einfach vergessen. Aber wisst ihr was, das machen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag und ciao.